Die kleinen FCA-Fans haben tolle, fantasievolle Laternen gebastelt. Und endlich kann es auch losgehen. Der große St. Martins-Umzug in der WWK-Arena. Angeführt natürlich vom heiligen St. Martin auf dem Pferd. Das St. Martinsfest ist beim FCA Kids Club längst eine liebgewonnene Tradition. 200 Kinder sind diesmal dabei und allen hat's gefallen. Aber es ist immer wieder schön, vor allem jetzt, wenn auch die Lichter leuchten. Und ja, mir hat's sehr gefallen. Ich fand's halt schön, dass wir halt einfach um die Arena und uns das von innen halt anschauen durften. Ich finde, das Besondere war das Pferd, weil ich liebe Pferde. Der St. Martins-Umzug war toll. Zum 9. Mal veranstaltet der FCA Kids Club das St. Martinsfest. Und zum 1. Mal gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Wir haben geschaut, dass wir ein bisschen drumherum was machen können und den Kindern ein bisschen was bieten können. Wir haben ein Torwandschießen gemacht, eine Fotobox, ein Glücksrad, sodass da auch ein bisschen Rahmenprogramm einfach drumherum ist und die Kinder vielleicht auch ein bisschen länger noch bleiben und wir einen schönen Abend einfach zusammen verbringen können. Zu einem St. Martinsfest gehört natürlich auch die Geschichte vom heiligen St. Martin. Und die wird im Stadion auf der großen Leinwand vom ehemaligen FCA-Spieler Tobi Werner vorgelesen. Der hat das richtig gerne gemacht. Ja, 8-jährige Erfahrung. Also meine größte ist ja jetzt schon 8 und es ist trotzdem immer wieder schön. Es war natürlich jetzt eine Ehre für den FCA, die St. Martins Geschichte vorzulesen. Ich fand sie nicht zu kurz, ich fand sie genau passend. Ja, die Kinder hat man schon gemerkt, dass sie aufgeregt sind, weil es natürlich ein besonderes Ambiente hier im Stadion ist. Und ich glaube, es war eine gelungene Geschichte. Und noch ein Highlight, Autogrammstunde mit Marek Suchy und Tomasz Kubek. Ihre Autogramme sind heiß begehrt. In Tschechien, der Heimat der beiden FCA-Profis, wird St. Martin auch gefeiert. Ja, natürlich kennen wir das in Tschechien, aber wir feiern das nicht so wie hier. Das ist nett für die Familien, für die Kinder. Ich habe meine Kinder heute auch dabei. Sie haben den Laternenumzug zum ersten Mal gesehen. Das ist sehr schön. Und ich glaube, nach St. Martin kommt der Schnee. Ja, vielleicht auch schon morgen. Ich denke, dass morgen ist Snow is coming. So. Nichts Neues für mich, aber es ist sehr schön hier am Stadion mit den Leuten das zusammen feiern. Hoffen wir, dass sie uns auch im Stadion unterstützen und wir wissen das. Und so war es für alle wieder ein richtig schönes St. Martinsfest in der WWK-Arena.